Servus Klubber, ich bin Nate, Individualtrainer hier beim Profis. Ich wollte euch ein paar Übungen zeigen, die ihr von heute von zu Hause auch nachmachen könnt. Für die Übungen, die wir gerade machen, also braucht ihr nur zwei Markierungen und einen Ball. Mehr braucht ihr nicht. Viel Spaß. Also was wir hier machen ist, wir ziehen den Ball zurück mit unserer linken Sohle. Mit meiner Innenseite, ich nehme den Ball dann quer nach innen. Nochmal mit Innenseite durch die Hütchen und nochmal nach Innenseite zu meinem rechten Fuß. Und dann fange ich dann wieder an, den Ball wieder zurückzuziehen mit rechts. Innenseite, Innenseite, Innenseite und stoppen mit Sohle. Hier ist es wichtig, dass wir einen Fußwechsel haben. Also wenn wir den Ball anfassen mit dem gleichen Fuß, haben wir einen Fehler gemacht. Also nochmal, Innenseite, 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 stopp, zurück. Versuch mal, dass wir längere Kontakte haben mit Innenseite. Nicht, dass wir pendeln die ganze Zeit, aber sondern, dass wir den Ball mitnehmen. Ja? Also dass wir den Ball wie ganz leicht mitnehmen können. Dann können wir noch schneller machen und können wir auf ein höheres Tempo machen. Das hier, was wir gemacht haben, würde ich versuchen, 30 Sekunden zu machen, 3 Sets. Also das ist schon anstrengend. Viel Spaß. Also hier, wir ziehen den Ball zurück. Sobald ich den Ball zurückgezogen habe, kommt meine linke Sohle mit dem Ball und ich ziehe den Ball zum anderen Seite, direkt zum Innenseite. Habe ich dann meine linke Sohle wieder auf dem Ball. Ich ziehe den Ball zurück, mit Sohle mitnehmen, Innenseite, Stopp. Hier wichtig ist, dass der Ball immer unter meiner Hüfte bleibt. Also nicht, dass ich den Ball so hier mitnehme, aber sondern der Ball bleibt immer wirklich unter meiner Hüfte. Viel Spaß! Also hier ziehst du den Ball mit Sohle zurück. Und mit Außenseite gehe ich komplett auf die andere Seite mit dem gleichen Innenseite vorne und stoppen mit dem anderen Fußsohle. Wichtig ist hier, dass wir einen längeren Kontakt haben mit unserer Außenseite. Nicht, dass wir einen ganz kleinen Kontakt machen und müssen wir warten, bis der Ball da ist. Also ich habe einen längeren Kontakt mit meiner Außenseite und der Druck auf den Ball kommt von meinem Standbein hier, dass ich hier mit dem Druck gebe auf den Ball. Also so hier mit dem Ball. Hier mit dem Ball. Okay, das ist relativ einfach. Das gleiche hier würde ich versuchen zu machen, dreimal 40 Sekunden. Das ist auch nicht so leicht, ein bisschen intensiv. Viel Spaß. Also der letzte ist eine Mischung von den letzten zwei, die wir gerade gemacht haben. Was ich hier mache, ich ziehe den Ball zurück mit meiner Sohle und mit Außenseite, jetzt habe ich einen ganz leichten Kontakt, also quer, und ich stoppe den Ball mit dem gleichen Sohle. Ich werde leicht den Ball rüberziehen und als ich den Ball rüberziehe, komme ich dann mit meiner Sohle vorne, Innenseite, Stopp. Also wichtig ist hier, dass wir unseren Fuß die ganze Zeit hochhalten, so hier. Und nicht, dass ich einfach zum anderen Seite komme, Fuß absetzen und dann wieder auf den Ball. Also zieh den Ball zurück, Außenseite Stopp, zurückziehen, Rolle, Innenseite Stopp. Okay? Ganz easy, ganz simple.